Herzlich willkommen bei Imitiert. Ich bin Sophie Euphorie und heute machen wir einen super lecker, fantastisch leckeren Pumpkin Pie. Es ist quasi Herbst in your face. Er schmeckt so wundervoll herbstlich, winterlich, weihnachtlich. Einfach sau lecker. Und so schaut er ungefähr aus. Und er riecht so gut. Ich freue mich jetzt so auf den Anschnitt. Den gibt es am Ende. Und darüber hinaus ist auch glutenfrei möglich. Einfach ganz easy das Mehl durch glutenfreies Mehl ersetzen. Und er ist auch sojafrei möglich. Ich verwende zwar Soja in dem Rezept, aber es ist überhaupt nicht nötig. Und jetzt würde ich sagen, schnacken wir gar nicht mehr darum, sondern legen direkt los. Für den Mürbeteig brauchen wir 120 Gramm Margarine. Dann brauchen wir 20 Gramm Zucker und ich verwende hier wieder Rohrohrzucker. Dann optional 8 Gramm Vanillinzucker, ein paar Tropfen Butter-Vanille-Aroma. Butter und Zucker mische ich jetzt schon mal mit einer Gabel zusammen. Ich habe immer noch keinen Handmixer, deshalb werde ich den Teig mit der Gabel kneten und dann noch mit der Hand am Ende schnellen. Wenn ihr einen Handmixer habt, dann könnt ihr jetzt einfach mit den Knethaken Margarine und Zucker schon kurz verkneten. Und 4 Prisen Salz. Dann brauchen wir 220 Gramm Mehl. Ich mische hier mal wieder Dinkelmehl Typ 1050er und Dinkelvollkornmehl. 40 Gramm Wasser, möglichst kalt. Und ganz wichtig bei einem Mürbeteig ist, dass die Zutaten möglichst kühl sind. Also auf keinen Fall darf die Margarine flüssig sein, also geschmolzen und warm. Gerade wenn man mit der Hand knetet, ist äußerste Vorsicht geboten, damit der Teig nicht durch die Handwärme zu warm wird. Weil dann geht es ganz schnell, dass der Teig nicht mehr mürbe wird, sondern sehr zäh. Deswegen sowohl beim Kneten mit der Hand als auch mit der Maschine so gründlich wie möglich, aber auch so schnell wie möglich den Teig verkneten. So, fertig ist jetzt erstmal unser Mürbeteig. Der kommt jetzt abgedeckt in den Kühlschrank für mindestens 40 Minuten, damit er wieder richtig schön kalt werden kann. Und zwischenzeitlich bereiten wir jetzt schon mal die Füllung vor. Weiter geht's mit unserer Kürbisfüllung und dafür brauchen wir als erstes Kürbispüree und das machen wir aus Kürbis. Dafür brauchen wir 400 Gramm Kürbis und ich nehme jetzt hier einen Hokkaido-Kürbis. Andere Kürbissorten schmecken garantiert auch, also so Butternut-Kürbis oder Muskat-Kürbis kann ich mir sehr gut auch vorstellen. Ist halt ein bisschen aufwendiger, weil man den schälen muss, weil man die Schale nicht mitessen kann, anders als bei dem hier. Dann entfernen wir noch den Strunk und irgendwie unschöne Stellen und natürlich auch die Kerne. Und um den Garprozess zu beschleunigen, schneiden wir den Kürbis jetzt in sehr, sehr kleine Stückchen. Das spart uns einfach ein bisschen Zeit. Und hier oben habe ich schon einen Topf, der groß genug ist, auf einer Waage stehen und wiege mir jetzt die ganzen Stückchen ab, dass es ziemlich genau 400 Gramm eben sind. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als 400 Gramm, deswegen nehme ich mir jetzt einfach was weg davon, fülle es in eine Frischhaltebox und haue das ins nächste Ofengemüse oder in die nächste Nudelsauce. Und dann brauchen wir nur noch 150 Gramm Wasser. Geben es auf den Herd, bringen es einmal zum Kochen und lassen es dann für 15 bis 20 Minuten köcheln unter so gelegentlichem Rühren. Ein paar Sekunden später. So, und jetzt ist es fertig und jetzt lassen wir den Kürbis noch ein bisschen auskühlen und währenddessen kleiden wir schon mal die Form mit dem Teig aus. Dafür heizen wir als allererstes den Backofen vor auf ungefähr 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann fetten wir eine Springform ein und streuen sie mit Mehl aus. Dafür nehme ich mir einfach ein kleines Stück Küchenrolle und ein kleines Stück Margarine und den Rand natürlich auch so ein paar Zentimeter hoch. Hier haben wir unseren sehr gut durchgekühlten Teig und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wir nehmen einfach ein kleines Stück von dem Teig und drücken das mit den Fingern so ein bisschen platt und setzen es in Form rein und arbeiten dann so ein bisschen Patchwork-mäßig. Dann wird der Kuchen natürlich auch ein bisschen rustikaler. Oder wir arbeiten mit einem Nudelholz. Das mache ich jetzt. Dafür bemehle ich mir jetzt ein bisschen die Arbeitsfläche und versuche so schnell wie möglich zu arbeiten. Und der Grund, warum wir den Teig vorbacken, ist einfach, weil wir eine relativ flüssige Füllung haben, die wir ja da drauf geben. Ansonsten braucht er Stunden, um richtig durchzubacken. Also es fühlt sich dann immer so ein bisschen an, als ob der Boden also immer noch ein bisschen roh wäre, was aber nicht so angenehm ist. Und das Schöne ist ja, wenn der Boden kross ist und die Füllung weich und da einfach so ein Kontrast entsteht von knusprig und weich. Blablabla.
So, und nachdem wir jetzt den Teig so vorsichtig wie möglich in die Form reingegeben haben und so gleichmäßig wie möglich, wie man hier unschwer nicht erkennen kann, nehmen wir überschüssigen Teig noch weg und kleiden damit den Rand aus. Ich habe hier eh noch ein bisschen was. Und den Rand einfach ein paar Zentimeter hoch machen. Lieber ein kleines Stück zu hoch als zu niedrig. Ein kleines Stück Teig lasse ich mir übrig für die Deko. Und den restlichen Teig, den rolle ich mir jetzt. Ja, muss passen. Und lege den in die Form auch wieder rein. Ich drücke den Teig hier am Rand so ein bisschen runter, dass er einfach relativ gleichmäßig ist. Aber ich mag total gern, wenn er nicht komplett gleichmäßig ist und es so einen rustikalen Look hat. Das finde ich, sieht einfach immer appetitlicher aus. So, ich finde, es ist ein schöner Rand. Und bevor wir den jetzt in den Ofen geben, für so ungefähr 10 Minuten, löchern wir den noch mit einer Gabel, weil es sonst sein kann, dass ein bisschen Teig nach oben kommt, wenn dann noch ein bisschen Luft darunter ist. Und so vermeiden wir das. So. Und jetzt kommt der für 10 Minuten in den Ofen und währenddessen bereiten wir noch die Deko vor und die Füllung. Für die Deko nehmen wir uns jetzt den Restteig und rollen den auch möglichst dünn aus. Und währenddessen können wir schon mal überlegen, was wir da rausstechen oder rausschneiden. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade keinen Ausstecher da, vor allem nicht den Griffnähe, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ich werde einfach so ein paar kleine Blätterformen ausschneiden und ein paar kleine Kreise noch aus den Resten. Habe ich das letzte Mal auch gemacht und es sah sehr hübsch aus. Wenn ihr zum Beispiel eine Nussform habt oder einen Kürbisausstecher oder Blätter, Pilze und so weiter, dann nehmt ihr das sehr gerne. Oder ihr macht es auch einfach Freestyle, so wie ich. Und den Teig lege ich mir jetzt auf ein kleines Stück Backpapier und dann schneide ich mir mit einem scharfen Messer so kleinere Formen aus. Wenn die so ein bisschen einreißen wie bei mir, finde ich das persönlich selber nicht so schlimm, weil Blätter ja auch oft so sind, ne? Oder so kleine Zacken haben. Und so eine Blätterform eignet sich ganz gut, weil man die quasi nahtlos ausschneiden kann. Ja, wichtig ist es erstmal, das vorgeschnitten zu haben, weil das spart einem später voll viel Zeit. Aber den schönen Feinschliff können wir später auch noch machen. Also die, wenn wir wollen, die Ecken und Kanten ein bisschen ausbessern, ein bisschen gerader machen. Und ich nehme jetzt noch den überschüssigen Teig weg. Den Restteig, den rolle ich mir jetzt zu kleinen Kugeln, drücke die platt. Und normalerweise mache ich Deko überhaupt nicht. Aber wenn ich Deko mache, dann nur irgendwie natürliche Deko. Also was ich überhaupt nicht mache, was ihr hier auch auf dem Kanal, ich glaube, niemals finden werdet, außer irgendwas Drastisches in meinem Leben ändert sich. Hier ist sowas wie Fondant, also Fondant-Geschichten mit Lebensmittelfarbe und so weiter, packe ich überhaupt nicht, finde ich ganz, ganz grausig. Und die Deko geben wir jetzt noch in den Kühlschrank, damit sie auch wieder komplett kühl wird. So, ein paar Minuten hat der Teig im Ofen jetzt noch und währenddessen fangen wir jetzt schon mal mit der Füllung an. So, das ist der Kürbis und den müssen wir natürlich noch pürieren, können aber auch direkt mit einem Stabmixer hier in den Topf reingehen oder auch mit einem normalen Standmixer den pürieren, zusammen mit den anderen Zutaten. Ich nehme jetzt hier meinen Mixer, aber das ist für dieses Rezept gar nicht wichtig, so einen feinen Mixer zu haben. Also der Kürbis kommt rein, dann brauchen wir 200 Gramm Sojasahne, ich nehme jetzt hier die von Provamil. Alternativ geht natürlich auch Hafersahne oder Reissahne oder Mandelsahne. Und als nächstes brauchen wir 100 Gramm Zucker. Und gerade bei dem Rezept mische ich total gerne so ein bisschen malzigere Vollrohrzucker und ein bisschen Xylitol, damit es auch zahnfreundlich und kalorienärmer ist. So, der Boden war jetzt so 15 Minuten ungefähr drin. Und als nächstes für die Füllung brauchen wir 25 Gramm Stärke. So. Und eine Prise Salz. Zum einen brauchen wir Vanillezucker, entweder Vanillin oder Bourbon-Vanillezucker. Und ich nehme Vanillinzucker und ein bisschen gemahlene Bourbon-Vanille. Dann brauchen wir 3 Gramm Zimt, gemahlen natürlich. Dann 2 Gramm Ingwer frisch. Und ich habe jetzt hier ein bisschen größeres Stück als 2 Gramm, also 2,2 sind es oder so. Aber das schmeckt doch ein bisschen anders als sonst der Kuchen. Dann brauchen wir 1/2 Gramm Muskatnuss, gemahlen. Dann brauchen wir optional eine Messerspitze Nelke gemahlen, aber wirklich nur optional und auch wirklich nur eine Messerspitze, weil das kann so schnell so unangenehm werden. Ich würde jetzt mal sagen, so viel, also quasi gar nichts. Kann aber wie gesagt auch weggelassen werden und oder Kardamom kann auch verwendet werden. Schmeckt auch gut, passt auch gut dazu, aber ist kein Muss. Und dann brauchen wir noch 1/2 Gramm gemahlenen Pfeffer. Ich habe jetzt hier einfach schwarzen gemahlenen Pfeffer genommen. So, und das war es jetzt an den Zutaten. Das mixe ich jetzt durch, bis einfach eine cremige, homogene Masse entstanden ist. Und dann ist die Füllung auch quasi schon fertig.
12 Sekunden später. Die Masse ist gemixt und jetzt verteilen wir die auf den Boden. Also nicht auf dem Küchenboden, sondern auf dem Teigboden. Und den Kuchen geben wir jetzt für eine halbe Stunde in den Ofen. Dann erst kommt die Deko drauf, weil die Deko soll uns hier natürlich nicht versinken. Später. So, jetzt war der Kuchen genau eine halbe Stunde im Ofen und jetzt habe ich mal die Deko aus dem Kühlschrank genommen und jetzt platziere ich die ganz schnell da drauf. Und was ich total gern mag, die einfach sehr wild auch draufzulegen, drauf zu werfen vielleicht auch schon und davor nochmal so ein bisschen die Kanten halt sauberer zu machen. Aber natürlich könnt ihr auch auf die Deko verzichten und den Teig einfach lieber für den Rand verwenden, den Rand und den Boden. Ich finde es aber irgendwie total nett. Ich finde es richtig schön, auch wenn es Arbeit macht und so ein bisschen unnötig ist, weil es einfach nur Optik ist, finde ich es einfach hinreißend süß. So, und wieder zurück in den Ofen für noch so 10 Minuten, ungefähr 10, 15 Minuten. Nur wenige Minuten später. So, der Kuchen war jetzt genau 50 Minuten im Ofen. Und jetzt lassen wir den noch so ungefähr eine Viertelstunde in der Form auskühlen, können dann schon mal den Ring entfernen. Und dann lassen wir ihn komplett auskühlen, dann schneiden wir ihn an und probieren ihn natürlich. So, und das ist der Anschnitt. Und jetzt wird probiert. Sagt auch Herbst in your face. So lecker. Und das, obwohl ich eigentlich nicht so ein Fan bin von Gemüse in süßen Sachen. Aber das finde ich so unfassbar lecker. Und auch diesen Kontrast zwischen dem knusprigen Mürbteigboden und der weichen, aber gestockten und cremigen Füllung. Boah, aber geil. Und dann sieht er auch noch so unfassbar hübsch aus. Und was ich auch super gut an dem Kuchen finde, ist zum einen, dass er nicht zu süß ist. Der ist süß und es ist auch wie ein Nachtisch zu essen oder wie ein Frühstück für mich. Aber es ist nicht so ein Overload an Süße dabei, an Zucker. Dann der Zucker an sich. Ich liebe diese verschiedenen Zuckersorten, die das Ganze auch so nach Karamell so ein bisschen schmecken lassen. Bisschen vollmundiger auch einfach. Genau wie auch der Vollkornanteil in dem Mürbteigboden, der das Ganze eben vollmundiger macht und auch ein bisschen nussiger schmecken lässt. Man schmeckt einfach so die einzelnen Zutaten. Man schmeckt die Gewürze, alles kommt irgendwie raus. Ein Vollrohr oder ein Kokosblütenzucker kommt raus. Dinkelvollkornmehl kommt raus. Also ja, ich bin echt begeistert von dem Rezept und wie einfach der Kuchen auch geht. Ich schaue hier die ganze Zeit auf den Kuchen, deswegen probiert den Kuchen gerne mal aus und schreibt mir total gerne in die Kommentare, ob ihr auch solche Herbst-in-your-face-Vibes kommt. Und mich würde auch interessieren, ob ihr lieber so einen rustikalen Look mögt am Kuchen oder dieses ganz glatte, perfekte, saubere. Also ich bin wirklich Team rustikal, finde es einfach geil. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Liken und Abo gerne nicht vergessen, freue ich mich total drüber. Dann vielen Dank fürs Zusehen, macht euch einen wundervollen Tag und bis bald. Peace!